Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Weiter geht's mit der 5M-Videoreihe und wenn du keine weiteren 5M-Tutorials mehr verpassen willst, dann lass auf jeden Fall mal ein kostenfreies Abo da. Heute habe ich ein schönes MLO für euch und zwar ein Krankenhaus-MLO bauen. Zona heißt, glaube ich, ja. Zona ist auch relativ gut in der Stadt gelegen. Hier seht ihr die Position. Das Ganze könnt ihr kostenfrei runterladen und ich finde, es ist eine gute Abwechslung zum Pillbox-Hospital, was so gut wie jeder andere Server eigentlich immer nutzt. Finde ich eigentlich cool, wenn man da mal ein anderes Krankenhaus hat und nicht das Pillbox. Wir gucken uns das heute mal hier gemeinsam an. Das ist ziemlich groß, es gibt auch noch eine Parkgarage und alles. Zeige ich euch jetzt alles. Ziemlich viele Räume, MRT, Röntgen und so weiter und so fort. Wir gehen rein, das hier ist der Eingang oder auch da, gibt mehrere Eingänge. Dann haben wir hier direkt erstmal natürlich den Namen des Krankenhauses und hier eine Rezeption. So wie hier gibt es einen Aufzug, den könnt ihr auch benutzen. Der geht runter zum Parking. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, wir gehen das erstmal Treppe hoch. Unten sind die Behandlungsräume, wir gehen aber erstmal hoch, da gibt es Büro, Apotheke und den ganzen Kladderadatsch. Wir gehen hier ganz mal entspannt die Treppe hoch. Ich finde, es ist relativ schön und es ist groß. Also es ist wirklich, wirklich groß. So, wir haben hier natürlich noch so einen Außenbereich, könnt ihr auch rausgehen, wenn ihr wollt. Und da habt ihr hier noch, könnt ihr auch rumlaufen, viele Treppen, könnt ihr auch von draußen hier hochlaufen und dann oben direkt rein. Ist praktisch für Leute, die zur Apotheke wollen. Es gibt eine Apotheke. Die ist nicht dafür gedacht, dass sich die Ärzte und Sanitäter da die Medikamente holen können, sondern eher die Spieler sich da zum Beispiel Verbände und so weiter verkaufen können, kaufen können, nicht verkaufen. Wir gucken jetzt an, wir kommen hier rein, ist natürlich hier noch ein, hier gibt es noch einen extra Wartebereich und auch hier links wieder mal, ja, ein Außenbereich, wo ihr auch rausgehen könnt. Hier haben wir Getränkeautomaten, je nachdem, was für Plugins drauf habt, kann man die dann auch benutzen, ne? Und Getränkeautomat, ich glaube, zum Getränkeautomat habe ich schon mal ein Video gemacht, ich bin mir nicht sicher, mittlerweile schon über 60 Videos, die ich zum Thema 5M mit Tutorials und Showcases von MLOs gemacht habe, also schaut da unbedingt mal vorbei. Also wir haben dann hier noch, seht ihr dann jetzt gleich, Office und die Apotheke. Wie gesagt, diese Apotheke hier oben ist nicht dazu gedacht, Sanitäter und Ärzte auszustatten, sondern eher dafür, dass hier Spieler einkaufen können, zum Beispiel Verbände oder auch andere medizinische Sachen, die ihr auf euren Server anbietet. Also ihr könntet dann quasi so einen Apothekenshop reinbauen. Wie das für die Ärzte und so weiter aussieht, da gehen wir unten, gehen wir gleich unten gucken. Da gibt es nämlich auch Umkleide und so weiter. Ist natürlich praktisch für den Ambulance-Job. Wir haben hier dann noch ein paar Büros, die man eventuell nutzen kann für Chefärzte oder sonst was. Ich weiß ja nicht, wie ihr das bei euch auf dem Server aufgebaut habt. Ist aber an sich ganz nice, aber mehr gibt es hier oben auch nicht. Das Spannende ist eher unten. Dementsprechend gehen wir auch unten rein. Hier kommt ihr übrigens auch nochmal rein. Gehen wir jetzt erstmal nach unten. Dort sind die ganzen Behandlungsräume, die richtig cool aussehen. Umkleide, Aufenthaltsraum für die Mitarbeiterrezeption und so weiter. Also ich würde sagen, gehen wir erstmal runter. So, unten wieder angekommen, gibt es natürlich hier noch einen kleinen Wartebereich und die Rezeption, wo ein Sekretär oder auch die Ärzte und so weiter stehen können, um die Verletzten zu empfangen, sage ich mal. Ne? Ihr könnt hier auch reingehen über die Tür an der Seite. Da gehen wir mal kurz rein. Und könnt euch dann dementsprechend dann auch hier, ja, hier hinstellen. Ne? Wir gehen weiter in die Behandlungsräume. Die haben wir nämlich hier hinter. Ziemlich viele Behandlungsräume. Also wenn ihr jetzt seht, ganzer Gang voll. Als erstes gehen wir mal in den Staff-Only-Room rein. Hier ist nämlich der Freizeitbereich. Ne, schön Küche, Billardtisch, bisschen Obst auf dem Tisch und diese Tür sind zwei Umkleiden, die sehen identisch aus, dementsprechend gehen wir einfach mal in die hier rein. Da haben wir hier, ja, die Spinde, wo dann hier auch vom Ambulance-Job die Umkleide reingemacht werden kann. Es gibt aber hier auch noch eine schöne Dusche und in der anderen Tür befindet sich eine schöne Toilette. Ja, haben wir das auch abgehakt. Hier könnt ihr dann quasi die Umkleide vom Ambulance-Job reinbauen. Dann haben wir hier ganz viele Behandlungsräume, die sehen alle relativ gleich aus. Wir gehen rein, das ist der erste Behandlungsraum, der ist am größten. Könnte man nutzen für den Chefarzt oder was weiß ich, wie ihr das aufbauen wollt. Der ist aber am größten, finde ich auch optisch am schönsten, abgesehen jetzt von dem Röntgenraum und dem MRT-Raum, den es hier auch gibt. Das finde ich ziemlich cool. Wir gehen weiter. Dann haben wir hier noch einen Behandlungsraum, der ist ein bisschen kleiner. Sieht auch nicht mehr so spektakulär aus. Ne? Und ja, für den zweiten Arzt. Ne? Also hier kann man ziemlich viele Ärzte unterbringen, je nachdem wie groß euer Server ist, wie viele Ärzte ihr und so weiter ihr habt. Kann das natürlich ziemlich geil werden. Dann gehen wir hier rein, Staff Only. Hier könnt ihr dann die Apotheke für die vom Ambulance-Job, also für die Ärzte und Sanitäter einbauen, wo die sich dann die Verbände und so weiter holen können. Das ist dann hierfür gedacht und oben, wie gesagt, dann eher für Spieler, wenn ihr da einen Shop reinbauen wollt, für Verbände und so weiter. Dann haben wir hier den X-Ray-Raum, also sprich hier ist ein Röntgenraum. Ziemlich cool. Dann haben wir hier eine Scheibe. Von der Seite kann man nicht reingucken. Von der anderen Seite aber gleich kann man in diesen Raum reingucken. Da gehen wir nämlich jetzt rein. Also auch ziemlich cool, wenn man sich dann hier hinlegt, Röntgenbild. Ne? Ist natürlich für das RP
ziemlich nice. Wir gehen weiter in den nächsten Raum, der ist nämlich direkt nebenan. Hier haben wir nämlich noch, gehen wir erstmal hier nochmal im Behandlungsraum. Sieht genauso aus wie der andere, halt nur mit einer anderen Wandfarbe. Und so sind die anderen Behandlungsräume, die beiden, die hier noch sind, auch 4 und Nummer 5. Dementsprechend gehen wir jetzt noch hier rein, das ist nämlich der Diagnoseraum. Hier habt ihr nämlich die Diagnose vom Röntgen, hier seht ihr, könnt ihr dann durch die Scheibe durchgucken. Und auf der anderen Seite habt ihr wieder so eine Scheibe und hier seht ihr dann das MRT-Gerät. Wir gehen jetzt auch in den Raum rein, also hier könnt ihr euch erst dann hinsetzen und RP spielen und so weiter. Ne? Ziemlich cool, habe ich glaube ich noch nie in einem Krankenhaus, Hospital, MLO so gesehen. Finde ich an sich eine geile Idee, vor allem, dass man durch die Scheibe von der anderen Seite nicht durchgucken kann. So, wir gehen weiter. Wir gehen rein in den MRT-Raum. Wie gesagt, hier ist dann noch ein Behandlungsraum. Die sehen halt gleich aus, eine andere Farbe. Hier ist jetzt grün wieder. Und der nächste Behandlungsraum, der sieht auch wieder so aus. Ne? Hier ein bisschen beige Farbe. Ne? Also, der erste ist am spektakulärsten. Die anderen sind relativ gleich aufgebaut. Jetzt gehen wir rein noch in den MRT-Raum. Ne, wenn man irgendwelche Kopfsachen hat oder so weiter, ziemlich cool. Hier seht ihr auch wieder die Scheiben, wo man dann nicht durchgucken kann. Von der anderen Seite kann man natürlich durchgucken. Auch hier schönes blaues Licht, finde ich ganz schick. Und hier natürlich das schöne MRT-Gerät. Also auch für Ärzte, fürs RP, ziemlich viele Möglichkeiten hier mit dem X-Ray-Raum und mit dem Röntgenraum, was man hier machen kann. Dann gehen wir noch weiter, hier gibt es noch einen großen Aufenthaltsbereich, nächstes Mal. Wo die Spieler dann liegen, wenn die zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Zeit im Krankenhaus verbleiben müssen können, kann man sich dann hier hinlegen und die Ärzte sagen, ja, ja, hier nehmen sie das und dann können sie gehen. Ihr wisst, was ich meine. Haben wir hier ganz viele Betten. Wir haben 3, 6, 7, 8, 9, 10 Betten sind hier im Raum oder 11, warte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Betten sind hier drin, also auch noch genug Platz für viele Spieler, die vielleicht gleichzeitig im Krankenhaus sein müssen. Zu diesen Betten gibt es natürlich dann noch diese 5 Behandlungsräume, wo theoretisch gesehen auch noch Spieler liegen könnten, sollte es, keine Ahnung, eine Bombe explodiert sein und sind ziemlich viele Spieler verletzt oder so. Also ich an sich finde das MLO ziemlich schick und wie gesagt, ihr könnt das auch kostenlos nutzen und runterladen. Finde ich auch sehr gut. Und ich finde es auch besser, wenn ab und zu auch mal Server dieses Krankenhaus benutzt, anstatt das Pillbox-Krankenhaus. Also wenn ihr seht, das ist ja relativ nah auch zum Pillbox-Hospital. Pillbox-Hospital nutzt aber irgendwie jeder Server quasi. Ne? Da ist das hier mal eine schöne Abwechslung. Wir nehmen mal nicht den Aufzug runter ins Parking. Ihr wollt ja auch sehen, wo der Eingang zum Parking ist, wo dann auch die Ärzte und Sanitäter sich die Fahrzeuge holen können. Deswegen fahren wir da einmal kurz hin. Nehmen das schöne Auto. Ich weiß jetzt gar nicht, war es auf dieser Seite hier oder auf der anderen? Ne, du warst auf der Seite, ich war richtig, sehr schön. Hier gibt es nämlich noch eine schöne Garage, die ihr nutzen könnt. Da fahren wir mal runter. So, da sind wir nämlich hier unten in der Garage. Ist natürlich auch eine... Oh, jetzt habe ich mir meinen Wagen kaputt gemacht. Auf jeden Fall, hier gibt es noch eine große Garage, wo dann natürlich die Gäste, Besucher oder die Verletzten parken können. Hier hinten ist dann auch der Aufzug, womit man dann direkt oben in die Klinik reinkommt. Und natürlich kann man hier dann auch einbauen, die Garage quasi für die Notärzte und Sanitäter, die sich dann hier die Autos abholen können. Da gibt es auch noch einen VIP-Bereich und so weiter. Und können dann hier schön hochfahren und dann zum Einsatz cruisen, würde ich sagen. Also ich an sich finde das MLO ziemlich, ziemlich geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet und ob ihr vielleicht meine Meinung teilt, mal zur Abwechslung dieses Krankenhaus zu benutzen, anstatt das Pillbox-Krankenhaus. Würde mich mal interessieren. So, dann sind wir wieder hier, also da ist der Eingang und hier ist ein Eingang. Habt ihr draußen dann auch noch Schilder und so weiter. Den Download-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und damit bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Jetzt hier am Ende findet ihr noch eine Playlist verlinkt mit über 60 Videos rund ums Thema 5M. Plugin-Vorstellungen, Tutorials und MLOs. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, vielleicht findet ihr da noch irgendwas, was euch nützlich sein kann. Lasst ein Abo da und haut rein und ciao, ciao.